Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Das ist das neue Ladengebäude von Playmobil. Noch ist es ziemlich leer, man kann da alle möglichen Geschäfte hineinbauen. Ich zeige euch jetzt, wie ich es zusammengebaut habe und was wir damit noch anstellen können. Das sind die Teile, die bei dem neuen Ladengeschäft dabei gewesen sind und wir starten direkt mit dem Aufbau. Wir fangen mal mit dem Untergrund an. Hier sind so kleine Stufen, das ist der Eingangsbereich. Dann haben wir hier eine Außenwand. Eine Säule und ringsherum kommen dann noch diese grauen Platten hier. Die haben verschiedene Größen, die kann man dann so über Eck bauen. Vorne an den Eingang können wir dann noch hier eine Laterne bauen und ein paar Blumen. Dann haben wir hier eine große Glasfront, die Eingangstür. Oben geht es dann weiter mit dem Dach. Zum Schluss kommen jetzt noch unsere Dachziegel drauf und dann ist unser neues Ladengeschäft auch schon fertig aufgebaut. Unser neues Ladengeschäft von Playmobil ist jetzt fertig und jetzt ist der Laden aber noch komplett leer. Ich zeige euch das Ganze nochmal, wie es von innen aussieht. So ist die Innenansicht. Wir werden das Ladengeschäft auf jeden Fall noch einrichten und ich habe schon eine ganz gute Idee, nämlich mit dem Playmobil Schnellrestaurant. Das machen wir allerdings in einem nächsten Video. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen, wenn dem so ist. Gerne einen Daumen hoch für das Video geben und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Und damit ihr kein Video von uns verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen klicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!